gegenüber Mitmenschen zu suchen. Warum soll ich ihm helfen? Er ist doch gar nicht so stark. Wir sind doch beide Tiere. Sollen wir doch verrecken? Hauptsache ich überlebe. Es dient zur Legitimation für eine erbarmungslose Ausbeutung der Gemeinschaft und für ein unkontrolliertes Egoismus. Denken Sie mal zurück. 100 Jahre. Afrika. Indien. Asien. Hat alles dann hier sein Quelle. Und auch heute noch. Neueste Forschungen zeigen aber, dass Tiere sich nicht in einem ständigen Kampf befinden, um zu überleben, sondern höchst hilfsbereit sind. Neueste Forschungen sagen, lange Zeit war Evolution nur ein anderes Wort für den Kampf ums Dasein. Der Stärkere überlebt, vernichtet den Schwachen. Der King überlebt. Der Sieg gehörte denen mit den schärfsten Zähnen sozusagen. Symbolisch. Jetzt stellen immer mehr Forscher fest, dass Tiere durch Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Freundlichkeit viel weiter kommen, als sich zu streiten. Davon könnten sich einige Politiker eine Scheibe abschneiden, also Freundlichkeit und so, um weiterzukommen, gesellschaftsmäßig. Hier sind einige Beispiele aus der gleichen Zeitschrift. Vampire kennen Mitgefühl, sie spenden Blut, Pottwale, Eisbären, kann man jetzt alles überspringen, Pferde, Elefanten, Pferde schließen Freundschaft. In der Nähe des Partners fühlen sie sich wohl. Eisvögel mit Gemeinsinn, in deren Brutgemeinschaft Helden zum Sozialverhalten gehört und so weiter. Mühe, Freundschaft zwischen Huftieren. So. Der Nobelpreisträger morgen schreibt über diesen Stärke überlebt Wahn, über diese Wahnvorstellung. Die Feststellung, dass die Individuen, die sich am besten zum Überleben gerüstet sind, bessere Chancen zum Überleben haben, als diejenigen, die weniger gut zum Überleben gerüstet sind, ist kaum mehr als eine Binsenwahrheit. Weiter. Denn es ist in der Gesellschaft so, eine Gesellschaft, in der die Stärkeren überleben, ist zum Aussterben verurteilt. Können Sie in einer Gesellschaft, in der es Kodex ist, dass der Stärkere überlebt, Vertrauen erwarten? Können Sie in einer Gesellschaft, dass mit dieser Theorie gesteuert wird, Liebe erwarten? Können Sie in so einer Gesellschaft sicher leben? Eine Gesellschaft, wo der Stärkere überlebt? Und das Recht hat, das ist ganz wichtig, das Recht hat, den armen Bauern auszubeuten. Also Proletariat, Bourgeoisie. In so einer Gesellschaft, Toleranz und Liebe stärken eine Gesellschaft. Egoismus und Ausbeutung rotten sie ab. Man kann in keiner Gesellschaft leben, die Egoismus befürwortet. Nicht der Stärkere überlebt, Mr. Darwin, sondern alle überleben, da es viele gibt, die für die Gemeinschaft arbeiten. Das ist der Grund, warum wir überleben. Nur so kann und tickt eine Gesellschaft. Nun haben wir ja eben gesagt, diese Zufallsidee. Zufall ist meiner Meinung nach nur die Unfähigkeit des Menschen, die gesamte Ordnung zu verstehen. Ja, also Zufall ist die Unfähigkeit des Menschen, die gesamte Ordnung zu verstehen. Was meine ich damit? Ich hatte einmal die Gelegenheit, zwei Jahre lang hier an dieser Universität als Tutor tätig zu sein während meiner Studienzeit. Und vom Herrn Professor gab es eine Aufgabe, Statistik, in der eine Aufgabenstellung hieß es, der Computer soll zufällig Zahlen aussuchen, das war mit SPSS, Statistikprogramm, werden die Soziologen unter Ihnen auch kennen, oder die Psychologen, genau, da wird da, nutzen wir sie auch,
SDSS und der Programmierer sollte durch Zufall Zahlen aus einem Gemisch rausnehmen, so lautete die Aufgabenstellung und dann sollte noch diesen gerettet werden, ja? So, ich habe das gelesen und dann habe ich den Studenten rechnen lassen. Am Ende, hat mich natürlich darauf dann vorbereitet, ja klar, wollte ich, dass jeder Einzelne seine Ergebnisse vorlegt. So, dann fingen wir an, 15, 20, 25, ich sag mal jetzt so, ich weiß nicht, was das war, der 20, 15, 20, 25, der 3, 15, 20 und so weiter. Jeder Einzelne von ihnen hatte die gleiche Lösung. Es gab nicht einen einzigen von ihnen, nicht einen einzigen, der eine andere Lösung hatte. So, jetzt stand die Frage im Raum. Zufall? Oder Zufall im Zufall? Der Computer hat gerechnet, durch Zufall und durch Zufall kamen die gleichen raus. Ist dies möglich? Absolut nicht. Auch der Computer ist programmiert. Der Computer ist programmiert, sich durch einen bestimmten Schema, jetzt werden die Mathematiker das besser verstehen wahrscheinlich, es ist eine Programmierung, eine Software sozusagen, die aus einem bestimmten Schema, ein Rechensystem, sich Zahlen rauskriegt. Und jetzt sind wir gleich. Der ändert sich nicht. So ist es beim CD-Rekorder, so ist es, wenn Sie, keine Ahnung, Videos auf dem PC per Windows Media Player. War das jetzt eine Werbung? Nein. Ich meine auch nicht Windows Media Player. Das ist nicht möglich. Es ist geplant. Es ist programmiert. Nur weil wir es nicht wissen, nennen wir es Zufall. Wir sind also unfähig, diese ganze Ordnung zu verstehen und dann sagen wir, ach, Zufall, nicht Zufall. Nein, es ist kein Zufall. Die Neigung. Ja, hier sind einige unglaubliche Phänomene, die zeigen, dass es auch auf diesem Universum, auf diesem Planeten kein Zufall geben kann. Dazu gehört zum Beispiel die Neigung der Erdachse, 23,5 Grad. Wäre dies nicht der Fall und es wäre unbeweglich, hätte der Wasserdampf, der durch die Verdunstung der Meere und Ozeane entsteht, nur in südlichen und nördlichen Regionen unserer Erde Regen gebracht. Das brauchen Sie sich nicht zu merken, aber Sie können sich Folgendes merken. Wäre es 25 Grad oder 22 Grad, würde es uns nicht geben. Das reicht. Es muss genau 23,5 Grad sein. Genau 23,5 Grad. Purer Zufall? Im Koran wird es ja beschrieben, ein Dach des Hauses ist die Erdatmosphäre. Sie beschützt uns vor Meteoriten, damit Meteoriten nicht auf die Erde fallen. Eine etwas dünnere Erdatmosphäre würde schon reichen, um diese gewaltigen, alles vernichtenden Meteoriten durchzulassen. Etwas beschützt den Menschen. Purer Zufall. Die Sonne leistet eine gewaltige Arbeit. Das kann natürlich, man kann diese Beispiele ganz lange weitermachen, wir wollen es nicht darauf, damit wir es länger aufhalten. Magnetfeld um die Erde, kennen Sie auch. Dieses Magnetfeld um die Erde ist auch sehr spannend. Es beschützt uns vor dem Sonnenwind. Dieser Sonnenwind besteht aus elektrisch geladenen Teilchen, welche mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde auf die Erde rasen. Wäre dieses Magnetfeld nicht da, würden wir Menschen jetzt nicht überleben. Das wäre so, als würde jemand mit einem Maschinengewehr ständig auf uns ballern. Aber es beschützt uns schon wieder jemand. Zufall? Viel Zufall. Der Sauerstoffanteil in der Erdatmosphäre beträgt 21%. Wäre es wenig oder mehr, könnten wir nicht leben. Zufall? So präzise? Eine unglaubliche Ordnung?